Is this real life, bro? Oh mein Gott, was ein Tag, Leute. Ich habe eine absolut crazy Geschichte zu erzählen. Ich fasse mich ganz kurz, denn ihr habt schon im Titel gelesen, es geht heute um die neuen iPhones. Es ist aber noch viel krasser, denn es geht wirklich um die neuen iPhones und die neue Apple Watch. Ich habe vor ein paar Tagen eine E-Mail bekommen, wo ungefähr sowas drin stand wie Yo, Oscar, wir möchten dich auf ein Apple-Press-Event in München einladen. Die neuen iPhones werden vorgestellt, magst du kommen? You already know, ya boy. Längere Zuschauer und eigentlich auch nicht so längere Zuschauer wissen mittlerweile, dass ich relativ gerne Apple-Produkte mag. Ich habe ein MacBook, ich habe eine Apple Watch, ich habe AirPods, ich habe ganz schön viel von Apple. Und deswegen war ich erstmal so, holy smokes! Hat mir gerade wirklich Apple geschrieben und mich auf ein Presse-Event eingeladen? Und dann dachte ich so, nein, 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 nein. Mich kannst du nicht verarschen. Habe auf die E-Mail-Adresse geguckt und dann war das die offizielle Presse- E-Mail-Adresse von Apple? Long story short, es war eine legit E-Mail-Adresse. Ich bin gestern mit David zusammen 3-4 Stunden nach München gefahren. Wir waren auf einem Presse-Event, sind wieder 3 Stunden zurückgefahren und jetzt bin ich hier und habe eine Tüte mit Apple-Produkten drin. Diese Produkte sind nicht mein Eigentum, ich habe sie nicht gekauft, aber ich werde viel Zeit haben, mit ihnen rumzuspielen. Und wenn ich sage ihnen, dann meine ich ihnen, dann meine ich Mehrzahl Plural. Denn, Leute, ich habe nicht einfach nur ein iPhone bekommen. Nein, ich habe das neue iPhone 10s bekommen. Und wenn ihr denkt, das war's, noch dazu das 10s Max und die neue Apple Watch. Die neue Apple Watch Series 4. Ich mache mich auf jeden Fall schon mal mental gefasst auf die Kommentare von Leuten, die böse sind, dass ich diese Möglichkeit habe. Und ohne Witz, Leute, und das meine ich komplett von Herzen, ich hätte diese Möglichkeit nicht ohne euch. Wenn ihr wüsstet, was in meinem Brain abgegangen wäre, als ich diese Mail bekommen habe, als ich auf diesem Event war, als ich bei den ich kann nicht mehr richtig reden, Bro. Als ich in den Apple Headquarters war. Oh mein Gott. Ich bin immer noch am Zittern. Und es war gestern. Okay, genug gefanboyt, jetzt geht's um die Produkte und ich werde alle drei auspacken. Alle drei. Yo, Digga. Oh mein Gott, Alter. Ich fühle mich schon irgendwie ein bisschen schlecht und ich weiß nicht warum. Aber Leute, das ist das iPhone 10s. Das ist das iPhone 10s Max. Und ja, die Apple Watch liegt noch neben mir. Die packe ich gleich aus. Oh mein Gott, ich drücke einfach mal bei beiden auf Power und mache sie an. Ich werde nicht richtig diese Dinger reviewen in diesem Video. Dazu gibt es dann nochmal vielleicht in der Woche oder so ein Video. Oder das nächste Video, wenn ich irgendwie so einfach so ein paar Stunden damit verbracht habe. Und ich muss sagen, es sieht wunderschön aus. Das ist diese neue goldene Farbe, ja. Mag vielleicht nicht jedermanns Typ sein, aber I like it, bro. Bro, oh, Alter. Leute. Ich glaube, man kann einfach nicht so richtig in Real Life rüberbringen, was das für ein Gerät ist. Ich muss sagen, ich habe jetzt für die letzten paar, Monate, für das letzte Jahr ungefähr, habe ich ein iPhone 8 Plus benutzt. Deswegen habe ich mich sehr an diese Größe hier gewöhnt und liebe das große Display. Weil das ist ja wirklich gigantisch, also das ist ja wirklich ein riesen Display. Das wird aber dann wahrscheinlich auch mein tägliches Gerät sein, zusammen mit der Apple Watch Series 4. Und ich werde wirklich versuchen, über die Zeit wirklich alles auszutesten, was man so brauchen kann. Aber mal ganz kurz, die neue Farbe ist schon sexy, Bro. Bro! Ich würde sagen, ich beschäftige mich aber erstmal mit dem großen Modell, denn das werde ich gleich mit meinem Handy synchronisieren, dass da alles drauf ist, was ich auf meinem alten Handy auch habe. Und während das lädt, kann ich dann die Apple Watch auspacken. Boah, geil. Ich muss sagen, bevor ich zu diesem Event gegangen bin, war ich fast noch mehr gehypt auf die Series 4 als auf das iPhone. Denn ich habe selber die Series 1 und liebe sie wirklich sehr. Und ich habe die neuen Bilder gesehen mit diesem neuen großen Display. Oh, ich bin Fanboy. Verzeiht mir das bitte. Aber ich habe diese neuen Bilder gesehen mit dem großen Display und wirklich, bevor ich zu diesem Event überhaupt eingeladen wurde, dachte ich so, eigentlich ist das meine nächste Apple Watch. Weil nach einer Weile, man braucht schon ein Upgrade, irgendwie mal was Neues und auch was Schnelleres, weil mittlerweile ist sie halt schon ziemlich langsam geworden. Und deswegen bin ich mega hyped auf diese neue hier. Einen kurzen Moment, bitte. Face ID ist jetzt konfiguriert. Sehr interessant, Sie haben eine neue
Apple Watch Box. Wie kriegt man die auch? Ich will nichts kaputt machen, Bruder. Bru. Schreibt mal in die Kommentare Hashtag Bru. B-R-U-H. Und schreibt mal dazu, wenn ihr den Insider auch noch kennt. Wie kriegt man das auf? Ah. Oh. Ah. Jo, Alter. What? Das ist ja ganz anders als früher. 44 mm, das ist also auch die große Variante. In Space Gray. Ein Armband. Ein schwarzes Sportarmband. Noch ein Armband? Ah, jetzt. Jo. Okay, das ist erst die Box. Never mind. Alter, geil. Also was man Apple wirklich lassen muss. Sie können extrem gute Werbefilme machen und extrem gut ihre Produkte verpacken. Oh mein Gott. Yo. Also hier ist die Apple Watch in so einem richtigen, in so einem Ledercase. What the? Das ist richtig so echtes, keine Ahnung was für ein Leder, aber fühlt sich an wie Alcantara oder so. Also das ist wirklich neu, die Apple Watch kommt jetzt nicht mit dem Band schon dran, sondern das Band ist extra. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Ich habe mir übrigens gestern schon einen Screensaver für dieses iPhone gekauft, weil wenn das kaputt geht... Nee, Bruder, lass mal. Bro! Fuck, ich krieg Gänsehaut, ey, ohne Witz, was ist mit mir los? Das, meine lieben Damen und Herren, ist die Apple Watch Series 4. Vergleicht mit meiner Series 1, die leider schon ziemlich viele Kratzer hat. Was anzumerken ist, ist, dass sie die ein bisschen runder gemacht haben. Also die ist jetzt noch mehr abgerundet als damals. Und ich liebe es, also ich liebe wirklich das neue Design. Spaß. Und übrigens, bevor jetzt wieder die Kommentare anfangen, ja, ich trage meine Apple Watch am rechten Arm. Ich bin Linkshänder und ich finde das sehr viel gemütlicher. Okay, ich habe gerade gemerkt, dass ich auf jeden Fall das kleine Band brauche, weil meine Ärmchen so dünn sind. Wer hätte es gedacht? Ohne Witz, also ich finde dieses Redesign von dieser Apple Watch ist absolut wunderschön. Und sorry, dass ihr jetzt hier mein Fanboy aushalten müsst, aber I'm a Fanboy. Ui. Ich habe jetzt sowohl das iPhone als auch die Uhr mal eingerichtet und werde die jetzt die nächsten paar Tage mal benutzen. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wenn ihr ein ausführlicheres Video zu den beiden Geräten haben wollt. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Vielleicht erreichen wir sogar 10.000. Daumen würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wir sehen uns auf jeden Fall in einem weiteren Video am Donnerstag wieder. Bis dann. Haut rein. Ciao und schönen Tag. Alle machen hier auf Musiker. Aber ich bin nur ein YouTuber.